Quirin, so heißt der Prototyp eines wasserstoffbetriebenen Schnellladesystems für Elektrofahrzeuge. Doch was genau steckt hinter diesem Schulterschluss von Batterien und Wasserstoff? Auf dem Firmengelände der Osterwalder AG in St. Gallen wird an einer Live-Präsentation der mobile Wasserstoffstrom-Schnelllader Quirin aufgebaut. In knapp einer halben Stunde sollen hier bereits Elektrofahrzeuge mit diesem Prototyp geladen werden können. Für den Projektleiter Thomas Walter ein logischer Schritt Richtung Zukunft. Denn beim Quirin handelt es sich um einen weiteren Baustein für das weltweit einzigartige H2-Ökosystem in der Schweiz. Für viele Leute ist es etwas sonderbar, dass wir Wasserstoff verwenden, um batterieelektrische Autos aufzuladen. Hier müssen wir aber ganz klar sehen, dass das zukünftige Energieversorgungssystem sich beide Fahrzeugarten ergänzen werden. Für einen Fahrer, der jeden Tag, ich sag mal, eine Fahrstrecke von 30 bis 50 Kilometer zurücklegt, für den wird sicherlich ein batterieelektrisches Fahrzeug ein großer Vorteil sein. Für jemanden, der einen LKW betreibt, höhere energetische Anwendung, wird sicherlich ein wasserstoffelektrischer LKW die bessere Variante sein. Das ist auch grundsätzlich nichts Neues, sondern wir haben seit 100 Jahren haben wir Dieselmotoren und Benzinmotoren. Das heißt, je nach Anwendung war eben dann der Dieselmotor im Vorteil oder der Benzinmotor im Vorteil. In einem ersten Schritt wird der Quirin bei bestehenden Wasserstofftankstellen eingesetzt. Somit kann die gleiche Wasserstofflogistik verwendet werden. Es werden zukünftig aber noch weitere Anwendungen entwickelt. Es ist eine Art Technologieplattform, die dann zum Beispiel auch verwendet werden kann, um netzunabhängige Stromversorgung aufzubauen, als Ersatz für klassische Dieselgeneratoren. In Zukunft wird man also grünen Strom zum Beispiel auch an Open-Air-Festivals anbieten können. Aber auch für die Spitzenlastabdeckung von Strom und Wärme in Gebäuden kann der Quirin eingesetzt werden. Denkbar wäre diese Technologie auch für einen temporären Einsatz auf einer Baustelle im Innenstadtbereich. Dort hätte man eine CO2-freie und lärmfreie Energieversorgung für wenige Tage oder sogar für mehrere Monate. Zusätzlich ist auch angedacht, dass wir die gleiche Anlage dann auf Schiffen einsetzen. Das heißt, wo dann Wasserstoff zu Elektrizität gewandelt wird und diese Elektrizität dann genutzt werden kann, um die Schiffsmotoren, die Propeller damit anzutreiben. Nach knapp 30 Minuten können die ersten Elektrofahrzeuge an der mobilen Ladestation mit grünem Strom beliefert werden. Für den Unternehmer Martin Osterwalder wird eine weitere Vision zur Realität. Wir haben verschiedene Projekte. Da haben wir gemerkt, wenn wir 150, 200 Kilowatt an Leistung zur Verfügung stellen wollen, dass das sehr, sehr hohe Investitionen mit sich bringt in Transformator und in das Netz selber. Mit dem Quirin haben wir nun die Möglichkeit, eine sehr, sehr hohe Energieleistung zusammen mit einem hohen Energiespeicher an Ort und Stelle zur Verfügung zu stellen, wo der Strom oder die Energie in diesem Moment nachgefragt wird. Dank grünem Wasserstoff kann nun also CO2-freier Strom für die E-Mobilität überall angeboten werden. Zum Beispiel das in in der Schweiz im Winter, da sind alle in den Winterstandorten, eine große Anzahl an Fahrzeugen, diese müssen dann alle geladen werden. Die Infrastruktur in diesen Orten ist aber gar nicht gegeben unter Umständen. Und da haben wir die Möglichkeit, für kurze Zeit, für 2, 3 Wochen oder auch Monate, den Quirin hinzustellen und so die mobile Station als Ladelösung anbieten zu können. Vorerst durchläuft der Prototyp allerdings eine einjährige Testphase, welche vom Projektpartner EMPA mit einer Studie begleitet wird. Parallel dazu laufen die Entwicklungen für die weiteren Einsatzbereiche. Die Ladetechnologie wird von der ABB Schweiz geliefert. Unterstützt wird die Forschungs- und Entwicklungsphase aber auch vom Bundesamt für Energie.